Katzen und ihre Aufmerksamkeitsdefizite. Gut, hat zum Glück nicht lange gedauert. Mal schauen, wie sneaky wir es hinkriegen. Ja, wir könnten den ermorden. Sollten, das ist die Frage. Wo können wir lang? Generell können wir unten lang. Ich weiß aber nicht, ob wie sichtbar der Kollege da bleibt. Oben lang zu sneaken sieht nicht als die beste Option an. Hintenrum könnten wir gehen. Aber da sehe ich keine großartigen Gebüsche. Das heißt, der da muss weg. Schauen wir mal, wie wir es hinkriegen. Da können wir unten durch den Graben gehen, im besten Fall. Ich wusste, jemand würde das sehen. Nein! Da ist keine Leiche. Du hast dich geirrt. Okay. Just need to get an angle on that blaze and shoot it. Drive out. Wir müssen einfach nur nicht gesehen werden. Da hinten sind Gebüsche. Erstmal in die Gebüsche gehen, da können wir von den Gebüschen aus gucken. Ich möchte das sneaky machen. Ja, wir könnten hier einfach durchgehen, alles und jeden ermorden, der uns in den Weg kommt. Aber warum sollten wir? Wir haben diese Rüstung. Wollen sie benutzen. Aha. Edie said, you can't be an instrument of shadow if you are. I should be able to hit the blaze from here. Ich denke auch. Delete. Zeit aufzuräumen. Und wisst ihr was dafür? Outfits wechseln wir auf etwas, was Nahkampf aushält. Wir gehen in den Nahkampf über dieses Mal. Wo haben wir? Wo haben wir Nora Beschützer? Nora Beschützerin schwer. Nahkampfrüstung. Wieso? Junge! Ich wünsche, es gäbe eine Nahkampfverteidigungsmöglichkeit. Eine Parade oder sowas. Das ist Nora gewesen. Jetzt erstmal auf die falschen Leute schlagen. Bei den ganzen Projektilen, die herumfliegen, ist das nicht die beste Option. Ich re-evaluiere und sage, wir gehen wieder auf den Schildweber. Ich glaube, Schildweber macht eigentlich Nahkampf und Fernkampf obsolet. Aber die Elementarsachen, dafür werden wir sie auch noch brauchen. Du gehst auf jeden Fall erstmal frieren. Nicht so. Uff!
Lass uns so ein paar Explosionen erstmal direkt ausrauben, den alten. Abschrauben! Ich kann sich unsere Freunde von unseren Feinden nicht mehr auseinanderhalten. Ich bin in Gefahr für alle. Einmal kurz ein bisschen zusammen sprengen. Lass das. Mach dich lächerlich. Und mich damit auch. Werdet wohl. Aber habt ihr schon mal überlegt, nicht neben den grünen Fässern zu stehen? Das wollte ich gerade machen. So. Du kannst das nicht mitnehmen, weil unser Inventar voll ist. Kümmern wir uns gleich drum. Sehr nett, dass unsere Verbündeten unsterblich sind und sich hier durcharbeiten können. Flonks. Ich wollte doch kritische Treffer machen, aber er hat Nein gesagt. All Mother, look upon our victory. A debt of blood is paid. Remember this day, brave Nora. From your lips to the goddess's ears. Yes, remember it. Be ready to leave this place. Let your spears and arrows rest in the bodies of the fallen. They are tainted, like these ruins. Genau, verschwendet eure Ressourcen, weil ihr abergläubisch seid. Won't be able to kill again. The killers, this corruption, they're all parts of the mystery I'm chasing. Where the trail leads, I go. So, hey, Val. You won't be coming back with us, will you? Nope. I don't think so. I'm glad you accomplished what you were looking for, Varl, but I haven't. Not yet. Look, I know you have to go. You're a seeker, after all. But if you ever pass this way again... Then what? It'd be good to see you, that's all. I expect we'll regroup at Mother's Crown. Maybe I'll see you there? Maybe you will. I'll see you then. Zona. You're a skilled warrior, Aloy. Rast trained you well. Did you know him? A long time ago. Well enough to know he was a good man. Then why was he cast out? What crime did he commit? I wish I could tell you. But it seems only the High Matriarchs know that story. So I've heard. Well, I should be on my way. Thank you, Aloy. May All Mother bless your journeys, wherever they take you. Hoffen wir das. Können wir den Leuten noch was weiteres erfragen? You fought well. We wouldn't have won without you. I'll be in Mother's Crown. Werden wir sehen. Hier oben haben wir noch ein Banditenlager, das wir leer räumen können. Gibt hier oben noch Sachen, aber da wollen wir aktuell noch nicht hin. Ah, die Sachen hier können wir mitnehmen. Metallblumen, die Blumen und die Banuk-Figur, die werden wir mitnehmen, ehe wir hier gewissermaßen rausgehen. Dann gehen wir aber zuerst zum Banditenlager rüber. Und das hier sollte nicht mehr markiert sein. Nein, nein. Na, mach die weg. Das da, da wollen wir hin. Gut, wir wollen aber zuerst mal das ganze Lager hier leer räumen.
Forget about traveling light. Unser Inventar läuft inzwischen über. Da hatten wir irgendwie so 1% frei, den wir nutzen konnten. Könnte ich mal mit Draht mitnehmen. Was haben wir an Rohstoffen zu finden? Das hier. Zerlegen. Zerlegen, 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 zerlegen. Das ist nicht so viel wert. Hier so ein Brüllbrücken her. So ein Brüllbrücken, Brüllrücken ist eher nützlich. Für die Nora mag der ganze Kram jetzt zwar verflucht sein, für uns ist es nur Kleingeld. Color's changing. Sun's going down. Das ist korrekt. Sehr gut festgestellt, Aloy. Okay, gut. Na, so eine starke Befestigungsanlage, war das hier? Ah, doch, zugeben. Was haben wir denn hier? Holospuk. Ah. Oh. Was haben wir noch hier? Lohbehälter. Nein, nein, das sind keine Lohbehälter mehr. Was das sind, sind Trümmer. Hier drinne? Nein. Überraschend. Das wäre ein sehr, sehr einfacher Weg rein gewesen. Zum Sneaken. Wir haben den schwierigen Sneakweg genommen. Aber wir hätten uns dessen hier rüber bewegen können, vielleicht. Und anstatt hier einfach übers offene Feld ins Gras zu rennen, hätten wir hier reingekonnt. Dann wieso weiß ich nicht, wie viele Leute hier drin gewohnt hätten. Wir gehen einfach. So, ihr was zu melden? By all mother, we fought and we won. Ja, so kann man es nennen. Was haben wir denn hier? Wenden wir mal bei den alten Highway. Die alte Autobahn hier. Okay, da war nichts auf der Autobahn. Wollte nur prüfen. Jetzt höre ich das Lamentieren der Katze vor der Tür. Er weint ganz fürchterlich und ich werde ihn jetzt wieder reinlassen. Jetzt, wo wir nicht mehr sneaken müssen. Wenn in der Banditenlage irgendwas schief geht, das ist dann eigentlich vergessen. Egal. Mal schauen, ob ich so an die Tür komme. So, wenn ich mich drehe schon. Und dann mache ich die Tür jetzt auf. Und hallo, Abyss. Was ist, was du mir sagen möchtest? Miau. Miau. Ja, es ist ja gut. Ja, ich... Ah. Voll Suse. Gut, ein Banditenlager. Haben wir vielleicht hier irgendwo in der Nähe einen Nil? Banditenlager Hohlfestung. Nil würde sich entlang der Straßen befinden, wenn irgendwo. Was?
kein Nil hier drüben. Vielleicht auf der anderen Seite? Ich glaube, hier haben wir allerdings keinen. Zum Weg, Piggy. Der da hat einen Totenkopf. Elite-Banditen-Scharfschütze. Gehen wir erstmal wieder in Tarnkappen-Modus über. Nein, so. Miau! Ist gut, Kater. Wie ist, wenn du mal runter auf den Tisch gehst? Wo du ohnehin nichts verloren hast. Schlechter Schusswinkel für den. Kater, was ist mit dir und Aufnahmen? Hör auf. So. Ich kann seinen Kopf nicht sehen. Aber mit voller Power müsstest du ihn trotzdem zersensen. Zersenst ihn nicht mit voller Power. Aber zwei Schüsse reichen, um ihn zu zersensen. Haven't you got anything better to do? Von dir kann ich den Kopf sehen, oder? Wenn ihn genug Power dahinter setzt, auf jeden Fall. Oh. Das ist mehr, als wir von außen sehen konnten, Spiel. Spiel flunkert uns gerne an. Da kriechen wir uns kurz mal hier drin. Kater, nein, lass das. Da sind ganz schön viele Banditen. Haben wir einen alternativen Eingang, der uns über Highground führt. Nein, da kann sie nicht hochklettern. Dann ist nicht von Vögeln angekackt worden. Kein Weg. Keine Möglichkeit. Hallo. Okay. Von da hinten könnten vielleicht noch da oben kommen. Da könnten wir uns einfach durchmorden. Was nickt, macht mir Spaß. Scrabbling a bit. Genau, brüll die Leute an, ey, Leute. Machine parts. An alarm signal. Erstmal mache ich die Markierung hier weg. So. Da haben wir das Alarmsignal, das würde ich gerne ausschalten. Wo haben die hier ihre Schwäche im System? Hier sieht es noch eine Schwäche im System aus.
Sneaky. You gonna learn to fight one of these days? The bandits brought their prisoners here. Nice. Wenn wir den da hinten zuerst ausschalten, den da ausschalten, der wird gesehen werden. Der auf dem Turm wahrscheinlich auch. Schweigt. So, bist du so? Macht euch vielleicht irgendwie nützlich. It's okay. In a moment, you'll be free. Sehr gut. Joinks. Da sind relativ viele Leute. Mittlerweile sind es zu 90% zu blöd, da oben zu gucken. Der steht da, der geht da hinten ab. That takes care of the alarm. So sieht's aus. Verschwinden wir ins Gebüsch. I don't think that Lard's napping. Meinst du, der ist nicht am Schlafen? Was ist das glauben? Wir blockierten es jetzt nicht, oder? Okay, wo wird die Gruppe jetzt natürlich geschwächt, dass die jetzt suchen sind? Alright. Must be getting senile. Genau, du bist senil. Die Leiche ist Einbildung. Lass mich dir zeigen, wie sehr diese Leiche Einbildung ist. Ich hoffe, wir können die machen. Oh. Können wir. Gut. Waren wir unsicher, ob Totenkopfleute gesneakt werden konnten. Du scheinst mir eine gefährliche Waffe zu haben, mein Freund. Was bist du? Banditen-Rohling. Er ist auch ein Elite-Gegner. Klauen dem kurz mal sein Kleingeld. So, wir haben die ganze Gruppe da hinten jetzt noch mit Banditenkämpfern, Banditen-Scharfschützen. Wir haben hier auf der anderen Seite der Mauer noch ein paar Leute. Wirklich nun? Was lässt das glauben? Vielleicht der leuchtende Speer, der einfach aus dem Nichts rausguckt? Ich war jetzt ganz geduldig, bis das stille Schlag auftauchte. Huch! Einbildung. Glaub mir. Niemand, der wirklich da gestorben ist. Siehst du? Ich wusste, du würdest es auf meine Art und Weise sehen. Hallo. Du hast da was im Rücken. Lass es mich entfernen. Oh, es war nur deine Wirbelsäule. Also kein Problem. Ich leg sie neben dich. Falls du sie mal später wieder brauchst. Wirklich? Unmöglich da hochzuklettern. Na gut, weiter geht's.
Es regnet bei euch rein. Ich hoffe, ihr bewahrt nichts. Oh. Nun. Ich hoffe, ihr genießt eure Lebensmittelvergiftung. So wie die Banditen hier wohnen, habe ich das Gefühl, wir erlösen die gerade nur von ihrem Elend. Spider, beat some sense into it, could run with us. Nein. Hallo. Oh, andere Leute. Wie wurdet ihr alarmiert? Got you. Ich schätze so. Found him. Wovon haben wir Schaden gekriegt? Finde uns jetzt. Homs. Ihr steht mir im Weg, Leute. Jemand von denen irgendwelches Scan-Gerät, um uns zu ärgern? Keep your eyes open. Don't sit back. Could still be out there. Gib mir meinen Stein zurück. Das war mein Lieblingsstein. Danke. Oh, sieh an.